So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit New Home Medieval Village. Ich will die ganze Zeit Medieval Dynasty sagen. Ich weiß auch nicht warum. Aber das sind ja zwei grundlegend verschiedene Spiele. Und wir haben ja jetzt in der letzten Folge, beziehungsweise auch in der vorletzten Folge schon angefangen, die Stadt umzuplanen. Um hier das neue Hafenviertel errichtet. Ihr habt das Problem mit dem Wasser. Ich habe jetzt ganz ehrlich nicht nachgeguckt, ob ich jetzt doof war oder nicht mit dem Wasser. Weil ich habe jetzt einfach gesagt, komm, ich nehme die nächste Folge im Anschluss gleich mit auf. Wir sehen auf jeden Fall, wir verdienen sehr gut Geld. Das ist sehr, sehr gut. Und da können wir natürlich auch weitermachen. Mit der Verbesserung, Umstrukturierung, wie wir es nennen wollen. Denn wir haben ja jetzt hier quasi unsere Viertel. Das ist ein normales Haus. Das muss vielleicht auch weichen. Mal gucken. Kommen gerade neue Leute ins Dorf. Wir schließen mal hier nochmal die Straße mit an. Dass man hier durchlaufen kann oder durchlaufen kann. Wie wir es hier handhaben, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber wir sollten eigentlich noch genug Baugrundstücke aktuell haben. Ich würde aber jetzt ganz gerne mal die Kuhfarm für die Milch auch eventuell mal ein bisschen vergrößern. Die möchte ich aber... Weil hier soll das Hafenviertel ja noch ein bisschen so rauskommen, dass es hier so rüber geht. Dann könnten wir mit der Kuhfarm vielleicht hier so ein bisschen in die Richtung gehen. Wird das so ein bisschen anschrägen, das Ganze. Dann werde ich aber da als erstes mal eine Straße so ziehen, dass das auch passt. Machen wir das mal so rum. Und wir bauen natürlich auch als erstes wieder die Tiere oder die Tierstelle. Ich werde vielleicht hier ein bisschen Platz lassen, dass wir dann da nochmal ein paar Häuser reinkriegen oder so. Und ich werde die jetzt eigentlich alle ziemlich in der gleichen Größe bauen. So auf 800. Und das sind Kühe und die machen Milch. Und die Kühe brauchen natürlich Wasser, deswegen wird es dann auch hier oben, denke ich, vielleicht auf dieser Seite oder zwischen den Stellen, das wäre wahrscheinlich besser. Auch noch mal Wasser geben. Und dafür soll dann eigentlich diese Viehzucht hier im Ort weichen. Wir könnten theoretisch auch noch eine weitere machen, eben für Fleisch oder Tierfälle oder sonst was. Warte mal, wir gucken mal hier rein. Was könnten die denn noch? Der rohe Tierhaut haben wir beim anderen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt auch von den Kühen. Das wird sich nicht unterscheiden. Und dann werden wir die Schafe, denke ich, auch noch hier rausbringen. Waren das bitte? Ich wollte jetzt eigentlich nur hier mit der neuen Planung anfangen. So, dann ziehen wir den auch raus auf 800
und du bist dann aber Schafe und machst die Wolle bitte. Jo, das passt. Und dafür kommst dann du auch hier unten weg. Pass mal auf, nicht, dass ich hier noch was wegreiß. Dafür werden wir aber auch hier nochmal, denke ich, hier nochmal ein paar Häuschen hinsetzen. So. Da kommen nochmal vier hin. Das lassen wir auch erstmal so dann. Oh, die bauen hier auch gleich. Sieht nämlich so ganz cool aus. Jetzt haben wir nämlich die ganze Tierabteilung hier oben. Ziemlich gleichwertig. Haben hier deutlich mehr Platz für Wohnungen und Häuser. Die dann natürlich später auch noch hier rausgehen werden. Warte mal, das können wir eigentlich auch ein bisschen anpassen. Mal, das muss ich jetzt mal drehen, dass wir auch den Abschluss von dem Viertel hier drin haben. Ja, das müsste schon passen, oder? Ja. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Wald, dass das optisch passt. Und hier ist dann quasi das ganze Hafenviertel. Da soll jetzt eigentlich auch mal dieses ganze Angericht hier. Soll dann hier auch ein bisschen strukturierterer Platz finden. Dass wir auch die ganze Klamottenabteilung auch in die richtige Ecke kriegen. Und da brauchen wir jetzt aber von den Webern. Das sind dreimal Weber. Weil die haben ja auch bloß drei Sachen, oder? Ja, genau. Dann werden die... Vielleicht wird auch dann noch ein bisschen die... die Feuerwehr muss dann auch noch ein bisschen optimiert werden, vielleicht. Oder vielleicht gibt es bald eine zweite. Mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich dann das ganze Webereizeug ganz gerne hier mit haben, so wie so ein Handwerkerviertel dann auch. So, Weber. Dann mal Weber 1. Den zweiten. Und den dritten. So, genau. Du machst Garn. Du machst Stoff, weil du brauchst den Garn. Und du machst dann aus dem Stoff die Bandagen. Dann sind die nämlich schon mal weg. Und dann haben wir den Schneider, den wir noch brauchen. Wie viel brauchen wir denn von dir eigentlich? Im Endeffekt bräuchten wir da später mal drei Stück. Wir werden jetzt eigentlich erstmal zwei bauen. Ein mehr wie vorher. Aus folgendem Grund, dass wir dann vielleicht auch warme Kleidung bauen können. Und die setzen wir mal auf diese Seite. Genau.
genau. Du machst dann die normale Kleidung und du machst mir mal warme Kleidung. Ach nee, dafür brauchst du Pelze. Okay, dann kommst du aber erstmal wieder weg. Weil Pelze habe ich noch nicht. Aber dann kannst du hier unten auch weichen. Was haben wir denn noch? Die Kräuterkundler. Das sind zwei Stück, Arznei und Salbe machen die. Der mit der Salbe ist natürlich auch so ein bisschen under pressure. Du machst die Arznei, du hast alles. Du hast doch eigentlich auch alles. Oh, warte mal. Würde ich vielleicht nochmal auf 3 gehen. Aber euch werde ich auch umsetzen. Ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich werde es tun. Da nehme ich mal Punkt 1 da. So kann man doch mal sagen, dass die vielleicht doch eher ein bisschen zusammengehören, die Betriebe. Genau, du machst die Arznei. Und du machst die Salbe. Und dafür geht ihr zwei. Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Haus. Genau, den Friedhof, den hätte ich jetzt vielleicht auch liebend gerne eigentlich hier vorne mit drin gehabt. Aber den lassen wir jetzt da. Da ist die Schreibstube und ich habe auch mal den Papierfritzen gar nicht mehr gebaut. Warte mal, wo ist denn mein Papier? Mein Papiermacher? Ne, den habe ich natürlich nicht nochmal gebaut. Den kriegen wir hier rein. Und zwar denke ich mal so hin. Kann der hier wieder Papier machen. Und der passt eigentlich hier. Wird eh noch ein bisschen umgebautes Viertel. Dann sollte das auch wieder zusammenpassen. Und das ist ziemlich in der Nähe von dem Ganzen. Ja, sieht gut aus. So, jetzt haben wir erstmal das Problem, dass wir neue Häuser brauchen. Das heißt Problem, es ist ja eigentlich gut so, deswegen haben wir ja hier auch Platz gemacht. So. Das ziehen wir jetzt mal hier rüber. Soll ich das so verbinden? Oder doch eher mal sagen, irgendwann fliegt die Straße da hinten raus. Mal gucken. Weil eigentlich steht das ja gar nicht so genau reinpassen. Dann schmeißen wir mal die Straße hier kurz weg. Und 3. Und hier kommt noch ein 4. hin. Ich schätze mal schwer, dass hier unten kein Wasser ist. Doch, ist Wasser. Ich weiß noch gar nicht, was der dann für ein Problem hätte.
Stadt. Gehen wir mal so hoch. Und hier fahren wir dann mit der Straße mal später runter. Das heißt dann nämlich für mich erstmal, nee, warte mal, ich wollte ein einfaches Geschäft hier hinten haben. Jetzt kriege ich das hier nicht rein, gell? Jetzt doch schon wieder mit Shift muss ich es machen. So, zwei. Und ihr zwei kommt mal weg. Da kommt auch bitte ihr zwei weg. So. Dann wird hier das Viertel auch neu aufgebaut. Und da können wir dann noch mal ein bisschen Bäume und sowas reinfahren. Beziehungsweise hier würde ich dann gerne noch mal hier so durchgehen. Das wieder bebaut ist, sieht es glaube ich auch deutlich besser aus. Und dann können wir das nämlich alles so ein bisschen umstrukturieren, dann auch in diese Richtung hier, dass wir das Viertel hier noch mal ein bisschen anders anpassen. Weil das ist ja doch unser Hauptkern hier. Und wir können nämlich den auch noch ein bisschen ausweiten. Mal sagen, kriegen wir den auf 120. Hammer. Das sind nämlich die neuen Wohngebiete hier hinten auch noch ein bisschen mit drin. Und das Geld haben wir ja dafür. Oder wir gehen... Das ist das Maximum, 125. Komm, dann kriegen die jetzt die maximale Reichweite. Die Schule hat nämlich soweit auch ein bisschen was zu tun. Dann werden wir den Bereich auch schon mal ausdehnen. Es war mir klar, die Schule war jetzt zu teuer. Dann geht die Schule noch mal ein bisschen Ticken zurück, bitte. Erstmal im Plus bleiben. Und die Feuerwehr ist sowieso erstmal nicht schlecht aufgestellt. Jo, so sieht's gut aus. Dann können jetzt erstmal wieder Leute hier zu uns stoßen. Und ich glaube, es läuft jetzt momentan reibungsloser, weil auch die Salbe und alles ist da. Wir haben Bücher da. Ich glaube, das passt. Wir können ja mal hier gucken, was wir hier so an Produkten haben. Ja, da können wir mal wieder eine ganze Menge verkaufen. Oh, Fleisch läuft auch gerade abartig gut. Wein ist auch nicht verkehrt. Hier können wir mal 300 verkaufen. Bei der Milch auch. Oh, Gewürze. Jetzt sollte es nämlich auch kein Problem mehr mit der Kohle geben, im Normalfall. Davon können wir auch mal 500 verkaufen. Boah, Baumwolle haben wir auch gerade jede Menge.
Flachs verkaufe ich jetzt aber nicht. Nur die Wolle. Für was brauche ich eigentlich Wolle? Bis jetzt brauche ich sie nämlich noch nicht. Tierhäute haben wir schon mal. Und Bandagen, da können wir jetzt auch mal sagen. Nochmal 200 raus. Haben wir nämlich gleich mal wieder gut Geld dabei. Was uns fehlt, ist noch die Gerberei. Den haben wir, den haben wir, den. Die haben wir. Weber haben wir, Papier, Schreibstube haben wir auch. Steinbruch, das haben wir alles. Also fehlt uns eigentlich nur die Gerberei und die Stadtwache aktuell. Wenn ich jetzt nicht falsch liegen sollte oder falsch liege. Da ist die Frage, wie viel ich davon brauche, aber ich finde, die passt hier eigentlich ganz cool hin. Ja. Die kann Leder oder Pelze machen. Ah. Dann machst du nämlich Pelze? Meine liebe Gerberei. Und wir bauen doch einen zweiten und werden dem sagen, er darf dann warme Kleidung herstellen. Aber das heißt auf jeden Fall für uns, wir brauchen noch eine weitere Gerberei, dass wir alle Rohstoffe kriegen. Auch wenn das jetzt gerade teuer ist wie noch was, werden wir das trotzdem machen. Und genau die machen Leder. So, wie viel sind wir jetzt im Minus? Minus 9. Sollten wir schnellstmöglich wieder hinkriegen. Und dann haben unsere Leute nämlich auch mal warme Kleidung im Winter. Wo liegt das Problem gerade? Drei Leute, ihr macht Garn. Und ihr solltet eigentlich Stoffe herstellen. Und ihr habt doch genug Garn. Was ist denn jetzt das Drama? Wahrscheinlich, weil gerade keiner arbeitet. Und schaut euch das mal an. Auf den Feldern tummeln sich die Leute, aber abartig. Auch gerade hier oben bei der Baumwolle. Jede Menge Leute. Oder hier bei der Weinlese. Richtig genial. Haben wir fast überall die volle Kapazität an Leuten mittlerweile drauf. Das ist Bombe. Das freut mich jetzt richtig. Getreide, das ist das, was wir später mal wirklich vergrößern sollten. Und die Weinreben brauchen wir später auch mal ein bisschen mehr. Dass wir hier auch durchgehend Bier und Wein produzieren können. So, dann müssen wir mal abwarten, wann die nächsten Bürger zu uns stoßen. Okay. Sie werden auch mal älter. 63, 51, 43, 39 und 33. Das ist gut. Was braucht ihr denn? Wohnhäuser haben wir aber aktuell. Ja, wir könnten verkaufen, aber warum? Aber ich brauche das Geld aktuell nicht, deswegen verkaufen wir auch nicht. Aber dann haben wir, denke ich, auch einiges geschafft. Ich hoffe, dass sich die hier auch bald wieder einspielen werden. Ansonsten müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht von den Stoffen nochmal einen mehr dazu packen. Dass Stoffe deutlich mehr produziert werden. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze rausgeht. Aber wie gesagt, wir haben die Stadt umgebaut. Wir haben ein neues Viertel dran. Oh, warte mal. Oh nee. Schade. Jetzt hat. Bleib mal da. Zack, Pause. Ich möchte gerne das hier so einfangen. Dass man das auch sieht, was wir hier so gebaut haben. Und umgebaut haben.
Wir haben jetzt doch einige Produkte mehr im Angebot, wie jetzt die warme Kleidung, was jetzt dann noch kommt. Wir haben Leder und so weiter. Ich denke, das geht in die richtige Richtung. Für das, dass wir am Anfang echt Schwierigkeiten hatten, muss man jetzt wirklich sagen, mit dem Geld, weil wir zu schnell ausgebaut haben, wenn man da immer ein bisschen Blick drauf hat, dass man hier ja gar nicht zu weit ins Minus kommt und genug Ressourcen hat für den Handel, kriegt man das sehr gut in den Griff, muss ich sagen. Zumindest aktuell in dem Spiel. Ja, es geht jetzt dann als nächstes, wenn das soweit läuft, die Optimierung, dass unsere Leute zufrieden sind, weil wir sehen halt schon, die Leute sind halt nicht wirklich überall so zufrieden. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Bildung. Und Zufriedenheit ist halt auch nicht so genial, wo ich mir denke, warum eigentlich? Da wünsche ich mir halt immer noch so eine Übersicht, wo ich sehe, warum sind die Leute nicht zufrieden? Was ist denn ihr Problem gerade? Ist es jetzt hauptsächlich wegen der Gesundheit? Oder was ist da halt so eine Auflistung kommt, wenn man drüber geht, was da alles für Effekte dahinter sind? Das wäre sehr interessant. Aber wir arbeiten ja stetig dran, dass wir das in den Griff kriegen. Hier oben das Viertel, das läuft glaube ich auch soweit. Warum der eigentlich immer Probleme hat mit der Kohle? Weil er wirklich keine hat, fällt mir gerade auf. Wir hatten doch gerade jede Menge Kohle im Lager, oder nicht? Da ist doch Holzkohle. Aktuelle Warenmenge 849. Und warum nehmen die die nicht? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht so ganz, ob man da vielleicht irgendwann mal ein Lager braucht. Oder ob die sich das holen müssen. Weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir eigentlich rein theoretisch genug Material haben. Aber gut, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ihr hattet bis dahin Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Oder vielleicht ein Däumchen, je nachdem, wie ihr möchtet. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur einen schönen Tag. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Perfect.